Herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Eifelblick, in dem wir etwas internationale Rennluft schnuppern werden, aber auch festhalten, wie wichtig gerade heute Handwerksberufe sind. Motorsport fristet in der Eifel schon lange kein Schattendasein mehr. Abseits der wohl bekanntesten Eifeler Motorsportzentrums, dem Nürburgring, haben sich in den letzten Jahren einige hochkarätige Veranstaltungen etabliert, die somit aus dem Terminkalender der Motorsportbegeisterten nicht mehr wegzudenken sind. Somit bebt auch ab morgen wieder der Boden in Hürtgenwald-Kleinhau, wenn auf der Motocross-Strecke des MSC Kleinhau die 109. internationale Motocross-Veranstaltung startet. Neben der deutschen Amateur-Motocross-Meisterschaft der Jugend-, Aufsteiger- und Altersklassen und der Meisterschaft der internationalen Solo- und Seitenwagenklassen findet an diesem Wochenende auch die Europameisterschaft in der Damenklasse statt. Also ein ganz schön volles Rennprogramm, was die rund 300 Helfer für die ungefähr genauso große Anzahl Fahrer auf die Beine gestellt hat. Bei mir im Studio darf ich nun begrüßen den Vorsitzenden des MSC Kleinhau, Adrian Braun. Herzlich willkommen. Du hast uns noch jemanden mitgebracht. Das ist die Merle Klaassen aus Kreuzau-Winden, den Tim Prümmer aus Hürtgenwald und den Tim Wirz aus Kreuzau. Herzlich willkommen. Habe ich das soweit alles richtig gesagt? Das sind viele Veranstaltungen, die jetzt ab morgen bei euch starten. Fast perfekt das ganze Programm erklärt. Also es geht natürlich auf der Rennstrecke am Raffelsberg jetzt an diesem Wochenende wieder die Läufe zur deutschen Amateur-Motocross-Meisterschaft in der Damenklasse, in den Klassen Solo, Aufsteiger und Altersklassen. Am Samstag vornehmlich die IMBA-Europameisterschaft. Natürlich, das ist das Hauptaugenmerk an diesem Wochenende. IMBA bedeutet was? Internationale Motorbike Association. Okay. Also es sind ein Zusammenschluss aus 10 Nationen, die an dieser IMBA-Europameisterschaft teilnehmen, der Amateure, man muss das so sagen, wir sind im Amateursportbereich. Die zweite Bundesliga europaweit, die bei uns ein Stelldichein gibt, in der Damenklasse jetzt in diesem Jahr das 50. Mal, dass wir einen IMBA-Europameisterschaftslauf ausrichten. Am Sonntag findet dieser statt. Also man muss schon sagen und festhalten, das sind jetzt nicht, ist nicht eine Veranstaltung, wo drei Eifeldörfer gegeneinander fahren. Das ist schon eine große internationale Veranstaltung, die auch eine wichtige Tragweite hat, wenn ich das so richtig verstanden habe. Ja, jetzt am Sonntag sind Fahrerinnen aus 8 Nationen am Start. Maximal 40 Starterinnen bekommen einen Startplatz in der IMBA-Europameisterschaft. Und wie gesagt, international, jetzt aus 8 Nationen kommen die Damen und sind auf dem Raffelsberg unterwegs und das sehr spektakulär und spannend. Frauen, jetzt haben wir auch eine Frau tatsächlich hier bei uns in der Runde, die Merle. Merle, du fährst ja auch Motocross, wie ich eben gehört habe, jetzt nicht bei dieser nationalen, bei dieser internationalen Meisterschaft. Das ist altersbedingt. Aber jetzt erzähl mir mal, wie kommt man als junges Mädchen dazu, Motocross zu fahren? Ja, also es war bei mir so, dass ich mit meinem Vater durch Brandenberg gefahren bin und das große Plakat gesehen habe. Und dann meinte ich halt zu meinem Vater, dass ich da gerne auch mal hin will und zugucken möchte. Und dann sind wir da halt hingefahren und dann haben wir den alten Schulfreund gesehen von meinem Vater, der auch gefahren ist. Und mit dem bin ich dann auch öfters mal zum Vorstart, durfte ich dabei sein oder habe halt öfters zugeguckt. Wie alt warst du da? Das müssen wir mal festhalten. Ja, also da war ich 6 Jahre alt. 6 Jahre, das ist also ja noch nicht so lange her, aber ist ja doch schon ein relativ junges Alter. Du sprachst es eben an, ihr seid Amateure und Profis. Das ist so ein bisschen unterschiedlich. Du sagst, wir sind Amateure, aber es ist ja jetzt auch einer dabei, der Tim, der so ein bisschen in die Amateurklasse aufgestiegen ist. Es war interessanterweise vor allem im Bereich des Seitenwagens fahren. Erzähl uns was dazu. Ja, Seitenwagenfahren ist eine Randsportart oder ein Ausleger vom Motocross-Sport. Ist ein Teamsport. Wir sind mit 2 Personen auf dem Motorrad. Ich fahre, das heißt, ich habe das Gas in der Hand, den Lenker, schalte Bremse und der Beifahrer verlagert sein Gewicht im Beiwagen, um optimal durch eine Kurve zu kommen, über einen Sprung zu kommen und die Strecke so schnell es geht meistern zu können. Und ihr springt mit dem Beiwagen auch genauso halsbrecherisch wie? Ja, durchaus. Also okay. Es gibt eigentlich keine
eigentlich keine Limits von Sprüngen und im Grunde können wir fast alle Sprünge springen, die auch die Solo-Motorräder springen. Wo wir gerade über Sprünge sprachen, in diesem Jahr bei der Veranstaltung gibt es noch eine Besonderheit. Ihr fahrt die Strecke andersrum als sonst. Tim, wie kommt es dazu? Wie kommen wir auf die Idee zu sagen, wir fahren einfach mal die ganze Strecke andersrum? Ja, wir sind eigentlich letztes Jahr zu der Idee gekommen. Da hatten wir dann im November letzten Jahres einen 4 Stunden andersrum Cross. Und das ist so gut bei Teilnehmern und auch bei Vereinsmitgliedern angekommen, dass wir da auf der Jahreshauptversammlung des Vereins vom MSC Kleinau dann abgestimmt hatten, ob wir nicht ein Rennen, zum Beispiel die Mai-Veranstaltung, richtig rumfahren und dann die September-Veranstaltung die Strecke umdrehen. Und da wurde dann auch positiv drüber abgestimmt. Und dann hatten wir uns jetzt nochmal im Vorstand darüber beraten, dass wir die Strecke zum September-Rennen andersrum bauen und dann für alle Fahrer eine neue Strecke so gesehen in die Rennserie mit einbauen. Wie sieht es so ein bisschen aus mit Nachwuchs? Wir hatten eben im Vorgespräch schon mal drüber gesprochen. Ich habe gehört, ja, ich habe da so mit 6 Jahren mal habe ich angefangen zu fahren. Nachwuchs scheint es also zu geben. Wie sieht das aus? Kann man sich da bei euch melden oder? Ja, auf jeden Fall. Der Motorsportclub Kleinau ist natürlich auch in der Nachwuchsförderung aktiv. Wir haben also Fahrerinnen und Fahrer. Ab 5 Jahren kann man in den Sport einsteigen. Wir haben auch Mietmotorräder, die wir also auch mal verleihen. Unter Anleitung unserer aktiven Fahrer können da Kinder mal in den Sport hineinschnuppern, ohne direkt hohe Kosten zu investieren, um zu sehen, ist das für meine Tochter oder für meinen Sohn der richtige Sport. Das wird natürlich gemacht bei unseren Trainingseinheiten, mittwochs, die da immer laufen im Sommer. Und bei besonderen Terminen gibt es auch Schnupperkurse. So haben wir aus diesem Schnupperkurs jetzt auch am Sonntag dann nochmal so eine kleine PW50-Demonstration, wo also Fahrerinnen und Fahrer ab 5 Jahren auf kleinen 50 Kubikzentimeter Yamaha Motorrädern auf unserer Kinderstrecke fahren. Wir haben eine eigene Kinderstrecke, dort fängt man an und beginnt. Und ab 5 Jahren ist also da alles möglich. Und am Samstag, also morgen, haben wir da schon die Jugendmeisterschaften und da sind auch Fahrer ab 5 Jahren bis 9 Jahren auf 50 Kubikzentimeter Motorrädern am Start und fahren da Rennen. Und das waren die letzten Rennen, die stattgefunden haben, so immer so um die 20 Teilnehmer. Rinnen und Teilnehmer. Ja, also ich denke, wer da Interesse hat, der kann sich bei euch melden. Wir werden unten nochmal die Webseite einblenden, wo man auch alle Veranstaltungen sehen kann, die bei euch stattfinden. Ich darf euch für euren Besuch ganz herzlich bedanken. Drücke euch für das Gelingen jetzt am Wochenende alle Daumen, dass das alles klappt. Und wer mitfährt, wünsche ich euch viel Erfolg und dass ihr auch in Zukunft alle unfallfrei bleibt. Großer Andrang herrschte vergangenen Samstag beim Tag des Handwerks der Handwerkskammer Aachen am Simmerrader BGZ. Unser Reporterteam um Dirk Neuss und Ralf Theissen hat sich mal in das Getümmel begeben und geschaut, welche Handwerksberufe auch heute noch sehr stark gefragt sind. Probieren geht über Studieren. Das Motto des diesjährigen Tags des Handwerks wurde am BGZ in Simmerath am Samstag deutlich. Wir haben den Tag des Handwerks seit 2010. Da seit diesem Zeitpunkt gibt es die Image-Kampagne des deutschen Handwerks. Da geht es darum, junge Menschen für Handwerk zu begeistern. Wir haben Simmerath deswegen gewählt, weil wir jetzt auch 50 Jahre BGZ haben, also ein tolles Ereignis, das wir hier auch ein bisschen feiern wollen. Zum Jubiläum erlebte das BGZ einen wahren Ansturm von Jugendlichen. Und für die gab es unter anderem einen Wettbewerb, den BGZ-Leiter Marco Theissen mit seinem Team entwickelt hatte. Es gibt einen Talentetest, da können sich, wie gesagt, 27 können sich junge Menschen an 27 Gewerken erproben, in unterschiedlicher Form, eine Aufgabe von 15 Minuten. Und an jedem Stand gibt es auch einen Giveaway, wo sich die Kinder ein Andenken mit nach Hause nehmen und sich hoffentlich daran erinnern und eine Handwerksausbildung machen. So konnte man überall an den Ständen und Attraktionen junge Menschen in Aktion sehen. Vom Schmieden bis zum Geschicklichkeitsbaggern, beim Haareglätten, Backwaren einpacken oder Mauern hochziehen. Die beteiligten Betriebe nahmen auf unterschiedliche Weise die Gelegenheit wahr, potenziellen Ausbildungskandidatinnen und Kandidaten den jeweiligen Beruf schmackhaft zu machen. Kommen, testen durch ein Praktikum, einfach, es muss denen Spaß machen, sonst hat es keinen Sinn. Und die müssen für den Beruf dann leben, sage ich jetzt mal, und dann klappt das schon. Und nach oben hin ist keine Möglichkeit mit Weiterbildung, Meister, Studium oder sind genug Betriebe, wo die Chefs schon auf die 60 zugehen, die noch keinen Nachfolger haben hier bei uns in der Aachener Region.
Die Jugendlichen waren sichtlich beeindruckt vom Angebot und den Möglichkeiten im Handwerk. Also ich dachte als erstes, es wird schlecht, aber es hat sich zum Positiven gewandelt, weil es macht tatsächlich Spaß, was man hier macht. Deshalb Daumen hoch für die Aktion. Selbst angehende Abiturientinnen wie Mara und Tuit sympathisierten mit den Angeboten zum Beispiel im Bäcker- und Konditorenhandwerk. Ja, ich fand es sehr interessant, hat auch Spaß gemacht, das jetzt zu machen. Bei mir liegt es auch eher bei der Produktion, da ich auch zu Hause schon viel gebacken habe. Mit der Vielfältigkeit der Berufsangebote und Ausbildungsmöglichkeiten erreichten die ausstellenden Handwerksbetriebe die absolute Mehrzahl der jugendlichen Besucherinnen und Besucher. Das Handwerk bietet unheimlich mit seinen 130 Berufen natürlich ein großes Spektrum für eine Zukunft und für eine Karriere. Und ich denke, wenn wir es wieder schaffen, das Handwerk in die Köpfe der Gesellschaft reinzubekommen und wieder bei den jungen Menschen auch anzukommen und nicht immer nur Abitur und Studium, ich glaube, dann erfährt das Handwerk auch wieder eine Renaissance. Und wie gesagt, Jugendliche haben da auf jeden Fall eine große Chance. Eine bunte Mischung aus Unterhaltung, Information und Aktionen beim Tag des Handwerks am BGZ in Simmerath. Deshalb auch zufriedene Gesichter bei den Organisatoren. Also die Eifel zeigt sich von ihrer rauen Seite, aber da gibt es einen Spruch, der heißt, wir sind Handwerk, wir können das, also wir sind da positiv. Ich denke mal, wenn Sie hier nachher rundschauen, hier ist viel Gewusel, hier sind viele junge Menschen, viele Eltern sind dabei, auch das ist wichtig. Wir würden jetzt, Marco, schon sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden, also von daher alles auf Grün. Gute Neuigkeiten für die Stadt Monschau. Anfang der Woche verkündete die Aachener Bundestagsabgeordnete Katharina dos Santos, CDU, auf ihrem Facebook-Account, dass die Stadt Monschau über das Förderungsprogramm des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr für die Unterstützung des Gigabit-Ausbau von Telekommunikationsnetzen 13,8 Millionen Euro erhält. Dabei sollen vor allem unterversorgte Adressen berücksichtigt werden. Zu welchem Zeitpunkt, in welchem Dorf und welcher Anbieter dafür in Frage kommt, ist zurzeit jedoch noch völlig unklar. Aktuell liegen bisher lediglich die Angaben des Zuwendungsbescheides vor. Die Stadt Monschau muss nun den Bedarf ermitteln, um die weiteren Schritte einleiten zu können. Das Ortszentrum sowie auch der angrenzende Einzelhandelsbereich von Imschenbruch soll sich, geht es nach den Plänen eines Investors, verändern. Konkret geht es um ein neues Einkaufszentrum zwischen der Trierer Straße und der Straße auf Beuel, sowie um den Bau einer Markthalle neben dem Bürgercasino. Im Zuge der Planung für das neue Einkaufszentrum sollen die Lidl-Filiale und ein Teil der Wohngebäude an der Trierer Straße abgerissen werden. Neben dem Neubau des erst wenige Jahre alten Discounters sollen sich dann nach dem Willen des Investors in diesem Bereich ein Drogeriemarkt, ein Bekleidungsdiscounter sowie eine Bäckerei, ein Elektrofachmarkt und ein Fitnessstudio ansiedeln. Die Pläne stoßen nicht bei allen Bürgern auf Zustimmung. So laden die Bürgermeisterin Dr. Carmen Krämer und Imschenbruchs Ortsvorsteher Peter Weber am 29. September ab 19.30 Uhr die Imschenbrucher Bürgerinnen und Bürger zu einem Informationsabend in das Bürgercasino ein. Sicher ist nur, dass sich Monschaus Kommunalpolitiker in den kommenden Wochen noch intensiv mit den Plänen befassen werden. Es ist vollbracht. Der Monschauer Weihnachtsmarkt wird mit nahezu dem gleichen reichhaltigen Angebot wie zuletzt vor der Pandemie 2019 starten. Bürgermeisterin Dr. Carmen Krämer präsentierte so jüngst stolz das Ergebnis der geleisteten Arbeit der Monschauer Touristik, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, Interessenten für Verkaufsbuden und Gastronomie zu finden, nachdem kurzfristig der Beschluss gefasst wurde, den Weihnachtsmarkt in seiner bekannten Form stattfinden zu lassen. Insgesamt konnten so 37 Buden, also nur drei weniger als im Jahr 2019, für Gastronomie, Lebensmittel wie Senf, Mandeln oder geräuchertem Schinken und auch aus dem Bereich Handwerk gewonnen werden. Bleibt also nur zu hoffen, dass auch das Wetter beim Monschauer Winterweihnachtsmärchen wieder mitspielt. Einige spannende Gespräche konnte unser Kollege André Goebbels von unserem Partner Radio Kontakt schon in seiner Kellerbar in Olpen im Sonntagsgespräch führen. Launige Anekdoten ebenso wie sehr emotionale Momente durften die Zuhörer von Radio Kontakt und die Zuschauer hier bei uns bei Eifel 3 TV schon erleben. Kommenden Sonntag ist es nun wieder soweit. Dann wird der ehemalige Ministerpräsident der deutschsprachigen Gemeinschaft Karl-Heinz Lamberts im Sonntagsgespräch zu Gast sein.
Unser Redakteur Dirk Neuss hat den Kollegen André Goebbels einmal in seinem Studio besucht. Zentral in Eupen am Markt befinden sich die Sendestudios vom ostbelgischen Privatradiosender Radiokontakt Ostbelginau, der seit einiger Zeit schon zum Grenzecho Verlag gehört. Täglich sendet das Team rund um Chefredakteur, Geschäftsführer und Morgenmoderator André Friedrich Goebbels ein abwechslungsreiches Programm. Seit Oktober vergangenen Jahres gibt es schon die gemeinsame Sendung mit Eifel 3 TV, Sonntagsgespräch. André hatte dazu die Idee. Wir sind letztes Jahr umgezogen und in ein neues Haus, und in diesem Haus war ein Partykeller. Und der ist super toll, finde ich total gemütlich. Und dann habe ich mir irgendwann mal an einem Abend überlegt, da könnte man aber mehr draus machen. Und habe dann die Idee gehabt, da eine Sendung aufzuzeichnen. Und gesagt, getan, habe dann Kontakt aufgenommen mit Eifel 3 TV. Die waren sofort total begeistert und ich glaube, ein paar Wochen später haben wir die erste Sendung aufgezeichnet. Und der Hintergrund war halt, dass man halt in diesem Format den Gästen wesentlich mehr Raum geben kann. Mittlerweile wurden bereits 4 Talks produziert. Mit Ostbelgiens Gesundheitsminister Antonius Antoniadis, mit dem Ex-Trainer vom KAS Eupen Stefan Krämer, mit dem bekannten ostbelgischen Physiotherapeuten José Grommes und dem ehemaligen Chefredakteur vom Grenzecho, Oswald Schröder. In der 5. Ausgabe des Sonntagsgespräches hat André wieder einen sehr bekannten Gast im Partykeller. Diesmal ist mein Gast Karl-Heinz Lamberts, Vollblutpolitiker, auch über den Grenzen der deutschsprachigen Gemeinschaft bekannt. Er ist Europäer. Er hat sich immer eingesetzt für die Autonomie der deutschsprachigen Gemeinschaft. Und er ist ein Politiker, der polarisiert. Das muss man dazu sagen. Er hat seine Fans, er hat aber auch Menschen, die ihn nicht so gerne mögen. Und für mich ist es wichtig, halt den Menschen mal zu zeigen. Nicht den Politiker, sondern wie ist Karl-Heinz Lamberts privat? Was macht er gerne? Wo ist er aufgewachsen? Wie ist seine Lebensgeschichte? Wie ist er da hingekommen, wo er heute ist? Was will er machen, wenn er in Rente geht? Ich glaube, da werden wir einige Einblicke bekommen, die man so von ihm noch nicht bekommen hat. Die beliebte Talkreihe wird auch vom Grenzecho in der Wochenendausgabe begleitet. Und André ist schon auf der Suche nach neuen Talkgästen. Ja, klar. Gibt es jede Menge Ideen. Ich finde, es ist immer sehr wichtig, dass der Gast was zu erzählen hat, dass es interessant ist. Und da ist es dann, würde ich mal sagen, nicht erheblich, was er macht, sondern wie er es macht. Und da gibt es schon noch einige. Ich lasse mir da immer ein bisschen Zeit, damit man auch richtig tolle Gäste hat. Also dementsprechend dürft ihr gespannt sein. Es kommt auf jeden Fall bald wieder eine neue Folge. Und bis dahin kann man André jeden Morgen in der Woche im Radio hören. Liquido und Narkotik ist schon ein bisschen länger her, dass diese Nummer aktuell war, aber wir spielen sie immer wieder gerne. Hier bei Radiokontakt Ostbelgien Now in Wake Up am Dienstagmorgen. Wandern und Feiern sind auch an diesem Wochenende alle Orten angesagt. Vor allen Dingen in Höfen bei der Großkirmes. Gleich 5 Tage haben die Biebisse Programm. Es beginnt am heutigen Freitag und dauert bis zum kommenden Dienstag. Auch in Strauch und Rollesbruch wird Feste gefeiert. Am Samstag beim Bier- und Weinfest in Rollesbruch und am Sonntag beim Erntedankfest in Strauch. Wer sich zwischendurch mal die Beine vertreten möchte, der kann am Samstag beim Rötschener Wandertag mitmachen. Dabei geht es morgens ab 9:30 über 2 Sternrouten. Nähere Informationen dazu auf der Seite sternrouten.de. Am Sonntag eröffnet im Fotografieforum Monschau in Kuck eine neue Ausstellung des Schweizer Fotografen René Gröbli, einem der bedeutendsten Schwarz-Weiß-Fotografen überhaupt. Die Vernissage ist um 12 Uhr. Die Ausstellung geht bis zum 18. Dezember. Seit einigen Tagen liegt auch wieder die neue Ausgabe des Eifel Pur Magazins hier hinter mir von Herausgeber Bert von London an den bekannten Auslagestellen aus. Wir haben für euch mal einen Blick hineingeworfen. In der neuen Ausgabe des Eifel Pur Magazins gibt es wieder interessante Beiträge aus unserer Region. Da geht es unter anderem um die Kooperation Nordeifler Kunstzentren, über die mobilen Wohnträume eines Trekkerfans,
Eine neue Chronik des Eifeldörfchens Simonskall wird vorgestellt. Und auch dieses Mal sind wir von Eifel 3TV wieder mit einer Reportage dabei. Eine bunte Mischung in der aktuellen Eifel Pur Ausgabe September, die jetzt an vielen Stellen in der Region wieder erhältlich ist. Natürlich kostenlos. Der Herbst hat sich am Freitagmorgen mit einem wunderbaren Sonnenaufgang präsentiert. Aber als Eifler weiß man, Sonnenrot am Morgen bringt schlechteres Wetter. Und so hat es auch die Sonne am Freitag entsprechend schwer. Samstag zieht die Front von Tief Stefanie durch und das bedeutet Nässe, wenig Sonne. Abends örtlich Auflockerungen bei Werten um 13 Grad im Regen, sonst 15 bis 18 Grad. Auch am Sonntag ist es wechselhaft mit wenigen Schauern, aber auch da nur wenig Sonne bei 14 bis 18 Grad. In der neuen Woche wird es deutlich kühler und sehr wechselhaft. Im Hohen Venn reicht es zur Wochenmitte so gerade für 8 Grad. Erst zum Monatswechsel könnte es bei uns wieder deutlich freundlicher und durchaus goldig werden. Ist aber erst einmal Zukunftsmusik. Das war der Eifelblick für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Liken und Teilen. Wie immer erreicht ihr unsere Redaktion unter eifelblick@eifel3.tv. Wir sehen uns nächste Woche an dieser Stelle, dann unter anderem mit einem Thema, das unter die Haut geht. Bis dahin, ein schönes Wochenende und kommt gut durch die Woche. Tschüss!